Hallo meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Du bist spät dran. Warum hat das so lange gedauert? Du bist eine ziemlich lahme Ente. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt, das ist alles. Aber nur ein bisschen. Wie rot sie wird. Dip, 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 dim. Oh, lol. Okay. Nice. Erstmal runterfallen, ne? Hey, du bist cool. Ein bisschen mehr als andere, aber nur ein bisschen. Naja, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Was? Möchtest du? Sag's mir. Heiligen Stein? Eigentlich nicht. Ich möchte den Heiligen Stein natürlich. Du sprichst vom Heiligen Stein des Wassers? Dem Sora-Saphir? Ja. Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring des Soras. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Sora-Saphir. Ja, dann müssen wir sie heiraten. Och man. Yeah! Der Sora-Saphir. Von den Soras wurde dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Yeah! Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die drei heiligen Steine. Jetzt schnell zur Prinzessin Zelda. Sag's bloß nicht meinem Daddy. Okay. Doch, ich sag's ihm jetzt sofort. Ich will dich nicht heiraten. Schnell! Schnell! Ich kann so schnell nicht meine Taste drücken. Ah! Okay, so. Dann haben wir hier eigentlich alles erledigt, ne? Ich glaube schon. Das heißt, wir gehen jetzt zu... Wir gehen jetzt... den Postboten suchen, denn wir haben alle drei heiligen Steine. Danach gehen wir zu Zelda. Müssen wir wirklich zu Zelda oder können wir nicht gleich einfach in das Heilige Reich, sag ich mal? Ich weiß es nicht. Können wir noch irgendwas erledigen? Ich bin gerade im Überlegen. Wir können noch ein paar Skulltulas sammeln, stimmt? Ah, Nase juckt. Nee. Das werden wir auch gleich... Nein! Ich wollte nicht runterfallen. Komme ich hier wieder zurück? Ja, darüber, okay. Wir holen uns erstmal dieses Herzteil. Ich glaube, das ist doch unser letztes, ne? Ist es das letzte? Ich glaube sogar, es ist das letzte. Also, beziehungsweise nicht das letzte, sondern das, was uns noch fehlt, um einen weiteren Herzcontainer zu bekommen. Und zwar können wir das so holen. Hätte ich getroffen. Ja, wir haben's. Nein! Ah, es ist da unten irgendwo. Ah, nice, okay. Jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Ja, und wir haben unsere erste komplette Herzreihe frei, Leute. Frei? Voll. Unsere erste komplette Herzreihe voll. Sehr, sehr cool. Oh, lol. Ein Octorok. Wir schwimmen hier jetzt einfach mal ein bisschen lang. Ja, noch ein bisschen weiter. Hier kriegen wir noch ein paar Rubine, wenn wir lang schwimmen. Okay. Und weiter lang schwimmen, bitte.
Es wird langsam wieder Nacht. Das ist auch gar nicht mal so bad. Denn nachts ruht sich der Postbote aus. Und nur dann können wir mit ihm reden, beziehungsweise nur dann können wir ihm die Maske geben. Und das ist ja unser Ziel. Er dürfte irgendwo bei der... Oh, hallo. Der Lohnlohnfarm sein. Irgendwo in der Nähe von dort. Wir gehen dann gleich nochmal... Und ich glaube, 3 Skulltulas holen? Oder 2, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ein paar Skulltulas holen. Irgendwo bei der Lohnlohnfarm. Wie gesagt, der taucht nur auf, wenn man alle 3 heiligen Steine hat. Ich weiß nicht, ob er auftaucht, wenn wir sie im Besitz haben oder wenn wir sie abgegeben haben. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch nicht weiß. Wir gucken jetzt einfach mal rum. Wie gesagt, irgendwo hier in der Nähe muss der sich ausruhen. War hier noch eine Skulptur, oder? Wir können uns auf der Lohnlohnfarm noch eine holen, ne? Machen wir das mal eben. Ganz schnell. Auf der Lohnlohnfarm vergeht die Zeit ja, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, es bleibt Nacht. Das heißt, wir können sie hier schnell holen. Dann wieder rausgehen. War die hier oben? Ja, stimmt. Hier oben war auch eine, ne? Ja. Ich wollte eigentlich das nutzen. Wieder mit dem T-Stick Probleme gerade. So. Ah, scheiße, nicht getroffen. Shit. Jetzt aber. Uah! Yeah. Und dort hinten bei dem Turm war auch noch eine. Da ganz hinten. Die konnten wir auch noch nicht holen. Wie viel haben wir dann? Wie viel haben wir dann? 23 haben wir dann. Alter. Das ist schon mal gar nicht mal so bad. Warte mal, nein, die, dann da noch eine und da noch eine, haben wir 24. Dann fehlt uns noch eine, dann haben wir 25 und ich glaube, dann können wir unser nächstes Upgrade für irgendwas holen. Da vorne seht ihr sie schon. Das Herzteil, die hatten wir auch schon geholt, ne? Ja, genau, das hatten wir auch schon geholt. Das heißt, alles fresh. Zack. Zack. Kannst du mal... lol. Ich konnte gerade nichts machen. Für kurze Zeit. Lol. Auch nicht schlecht. Gut, dann gehen wir wieder raus, suchen den Postboten, geben die letzte Maske ab. Holen uns die Maske der Wahrheit. Und gehen mit dieser Maske nochmal in den Deku, in die verlorenen Wälder, zu diesen Dekus. Denn dort bekommen wir, glaube ich, nochmal ein Dekunuss-Upgrade. Womit wir dann 50 Dekonüsse, glaube ich, tragen können. Und ich weiß gar nicht, dann war es eigentlich an Upgrades, oder? Ich hoffe, ich habe kein Upgrade vergessen. Aber ich glaube, das ist das einzig wichtige Upgrade, was wir nicht mehr holen können, wenn wir einmal erwachsen waren. Sonst können wir noch alle Upgrades, alle weiteren holen. Also von daher ist das alles okay. So, irgendwo nahe der Lohnlohnfarm soll sich der Bossbote rumtreiben. Nein, es wird Tag. Wie schnell hier aber auch die Zeit vergeht, ne? Oh, das ist ein riesiger Typ. Einmal schnell hier rüberhüpfen. So, irgendwo hier... Warte mal. Oder wenn wir ihn jetzt halt nicht finden, dann werden wir ihn erst danach bekommen, nachdem wir die 3 heiligen Steine abgegeben haben. Einmal über Stachelzaun rüberklettern, tut uns nicht weh. Auch nicht schlecht. Ich sehe ihn aber auch nirgends. Ich sehe ihn hier nirgends. Ich habe gerade so ein bisschen meine Augen auf, aber ist weg. Einfach weg. Einfach nicht da.
Ha. Okay. Gut, dann müssen wir die heiligen Steine wohl erst zu Zelda bringen, beziehungsweise abgeben. Dann treffen wir den Postboten, aber egal, dann holen wir uns noch schnell ein paar Skulltulas. Oder? Ich sehe ihn nicht, nee. Ich sehe ihn hier auch in der Ferne nirgendwo langlaufen. Ach, naja. Egal, wir müssen es wie gesagt auf jeden Fall machen. Wieso ist dieses Dings nicht unten? Ich weiß. Ich will noch nicht dahin gehen. Es kommt nämlich gleich eine nette Cutscene, die ich noch nicht sehen möchte. Erst wenn wir da wirklich hingehen. Dann kommt er bestimmt nach dieser Cutscene, der Postbote. Egal, wir wollen vorher noch ein paar Skulpturas holen. So, jetzt 22. Drei fehlen noch, aber ich glaube, drei kriege ich nicht, ne? Oder habe ich da... Einmal bitte Nacht machen. Weil ja, soweit ich weiß, nur da sind... Also manche sind nur da, wenn nachts ist. Die auf dem Friedhof zum Beispiel. Also es gibt ja... Obwohl, die in Dings. In Dings, ja. Geil. In Kakariko sind nur nachts da, glaube ich. Oder einige davon. Nicht alle, aber einige. Nachts war ja auch nur die dort oben. Bei der Riesenleiter da. Hier kommen wir nicht hoch, ne? Nee. Okay. Ich halte gerade meine Ohren mal offen, sag ich mal, dass ich vielleicht noch eine höre. Ah, ich höre gerade keine. Das heißt, hier haben wir, glaube ich, alle. Ne, ich höre keine. Hier drin vielleicht nachts? Nee, ne? Nee. Okay, dann holen wir uns doch schnell die oben auf dem Friedhof. Dort war ja eine, die ich noch nicht geholt hatte, weil wir da noch nicht ankamen. Da seht ihr sie. Ohne Boomerang konnten wir uns die ja nicht holen. Zack. Zack. Und zack. Yeah. Wuhu. Schön. Sonst war hier ja keine mehr, ne? Ich höre keine. Hier könnten wir uns auch... hier müssen wir nicht unbedingt pflanzen. Man kann hier auch später anders... Ups. Anderweitig... oben rauf an die Kiste. Aber... Egal, wir pflanzen einfach trotzdem mal das Ding hin. Einfach mal so aus Prinzip. So. Jetzt holen wir uns noch schnell die auf dem Todesberg. Die. Ja, ihr wisst, was ich meine. Skulltula. Genau. Da war ja auch noch eine. Nicht locker in den Dungeons auch noch ein paar, aber... Also an die wir nicht rankamen. Und oben auf dem Todesberg... Wahrscheinlich auch noch irgendwo, wo ich noch nicht rankam, aber die lassen wir erstmal in Ruhe. Ich denke, da könnten wir, die sind ja als Erwachsener, glaube ich, auch noch da, ne? Ich denke schon. Das heißt, die holen wir als Erwachsener auch noch später. Ist ja alles kein Problem. Oder ist ab 20 schon das nächste Upgrade da? Ich weiß es echt nicht. Muss man mal gucken. Erstmal die besiegen, das Viech besiegen. So, und... Hallo, Skulltula. Boomerang. Unser Inventar ist schon ziemlich voll geworden, ne? So. Yeah. So, ich guck einfach mal in das Haus der Skulltulas rein.
Kann ja sein, dass wir ab 20 schon das nächste Upgrade bekommen, oder ich bin der Meinung erst ab 25, aber kann halt schon ab 20 sein, deswegen nachgucken schadet ja nicht. Und dann gehen wir gleich zum Schloss. Und gucken mal, was dort auf uns zukommt, ne? Was dann passiert, wenn wir da hingehen. So. Doch. Nice. Hallo, der Fluch ist von mir genommen. Ah, tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Stein des Wissens. Benutzt du ab jetzt ein Rumblebag? Reagiert es auf... Oh. Toll. Ich weiß nicht, ob das mit dem Controller hier auch zählt. Ich weiß nicht mal, ob hier überhaupt ein... Rumbleback drin ist. Doch, vibrieren tut er, aber ich weiß nicht, ob man das aus- und einschränken kann bei dem Controller. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ist der Typ weg? Hä? Der hat sich gerade ganz gut versteckt. Okay. Dann gehen wir zum Schloss. Auf dem Weg ein bisschen der Kaffee verschlucken. Immer ein tolles Gefühl. Uah. Ah. Aber wie dunkel das hier schon wird, ne? Ist ein bisschen gruselig. Wieso ist... Ja, wieso ist das nicht unten? Das frage ich mich gerade. Jetzt kommt's runter, schön. Oh. Ist das Zelda drauf? Da ist Zelda drauf, oder? Zelda. Ah, das kommt mir bekannt vor. So ein bisschen. Okay, sie hat eine Ocarina, glaube ich, so reingeworfen ins Wasser. Ganondorf. Verdammt, sie ist fort. Du da, kleiner Wicht. Ja? Du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung sind sie gekommen? Antworte mir. Du machst mir Angst. Glaubst du im Ernst, dass du sie von mir schützen kannst? Nun na. Ich bin nur ein kleiner Junge. Mit Schwert. Tapferer kleiner Junge. Du hast Mut. Doch Mut kann manchmal tödlich sein. Nö. Au. Armseliger Tropf. Weißt du, wem du gegenüberstehst? Na, so ein Typen. Ich bin Ganondorf, der König der Gerudos. Du siehst echt kacke aus, König der Gerudos. Echt kacke. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber echt. Also, eine Schönheit bist du jetzt nicht. Genau das denkt sich Link auch gerade so. Was für ein ekliger Boy, ey.
Gut, wir holen so schnell die Ocarina. Wohl? Ja, doch. Da unten liegt sie. Nee, wir beenden jetzt hier den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.